Entschuldigung. Ich geh mal in die VIP-Lounge. Natürlich. Wie findest du den Salon, den kleinen? Er hat was, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt so euch auslachen, wenn Tiger jetzt gewinnt. Ich würde euch so auslachen. Ich habe 30 Cent auf ihn gesetzt. Mosche. Nein, sie können sich ruhig hinsetzen. Wir haben extra die Plätze freigelassen. Ich weiß, mir gehört das Ding. Okay. Aber danke. Ich find's ja, schön. Fallen Sie doch da runter, dann braucht der Arzt auch einen Arzt. Ja, muss sich auch lohnen, ne? Genau. Wer macht den Start? Mr. Mahone oder was? Na, guck mal, was? Da unten werden doch irgendwelche Substanzen zu sich genommen. Eieiei. Doping! Wo ist die Dopingkontrolle? Das muss der Arzt übernehmen. Tony, ich hoffe, du hast einen Revolver dabei. Ja, sind alle Wetten platziert? Ja, die meisten haben auf Miss Gray gewettet. Ich bin auf Mr. Hubert jemand gewettet. Das ist schon traurig, die eigene Familie. Stimmt ja. Marie ist auch Familie, also. Wenn ich in die Luft schieße, geht es los. Habt ihr mich alle verstanden da unten? Glaub nicht, ja. Das muss ich dem ganz außen, glaube ich, nochmal persönlich sagen. Ich höre sie. Drei Runden. Zwei oder drei? Mach drei Runden. Drei Runden. Auf die Plätze. Fertig. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Ja, toll. Das Geld haben wir, sicher. Marie, super. Sehr gut, Bubi! Danke dir! Schnauz! Ich glaube, das holen die nicht mal. Hast du Boote mit dem Pferde zu spritzen und zu geben? Oder habt ihr das vergessen anzusagen vorher? Keine Ahnung. Ich habe nichts angesagt. Oh, perfekt. Danke mit auf jeden Fall, Marie. Hup, wer ist denn das vierte Pferd auf einmal? Ja, das ist Bubi, der wird gerade überrundet. Claire müsste das sein. Ja, ist Claire. Schafft sie nicht. Also wenn Marie jetzt keinen Mist baut. Ja gut, warum soll sie da Mist bauen? Das sind ja keine Hindernisse und nichts auf der Strecke. Ja. Wäre vielleicht eine Idee. Waren das jetzt schon drei Runden? Ja. Ah, lass doch die vierte machen, weil sie schön ist. So, die 30 Cent sind echt falsch angebracht. Er hat sich gerade von dem vierten überholen lassen. Der gestürzt. Danke, Marie! Super! Super Leistung, super Leistung. Danke, Hubi! Ich geh schon mal unten, Digga. Ich mach die Geld bereitlegen. Eiger gewettet. Und der Außenseiter wird überholt. Das ist aber auch gefallen. Nee. Mach dir nicht drauf, mein Lauf ging vorgegangen halt so. Und dann hier vorne die Schlange. Hier vorne auf einmal eine Schlange halt so. Weißt ja, an sich müssten wir nochmal neu machen, also ernsthaft. Oh, wir können gleich noch einen Rennen machen. Aber erstmal müssen wir die Gehälter auszahlen. So, wen haben wir denn hier? Mr. Dixon, Sie haben $50 gewettet. Das heißt, Sie kriegen $100 zurück. Die war gewollt, oder? $100, gewollt, Mr. Dixon. Ja. Bitte schön, Mr. Dixon. Dankeschön. Die gab's halt bloß einen Doppelpack, aber der Hubi hat zugenommen. So, Mafalda, $40. Ich hatte doch, ja. Du hast es 20 gesetzt. Mhm. Also kriegst du 200, aber na gut. Nee, 200. Das da bitte, haben wir doch gesagt. Ja, wenn Sie $1000 setzen, kriegen Sie $2000. Ich versuche, dich hier gerade über den Tisch zu ziehen. Ach so.
Nein. Du doch nicht. Dankeschön. Vielleicht, wenn ich mir die Rennstrecke mal angucke, vielleicht reite ich auch mal eine Runde mit. No, wir machen gleich noch eine Wette. Mr. Black, wir kriegen $50. Wie kommt man denn da? Ja. Ja. Dankeschön. Und Mr. Van Hagen, natürlich $100. Sehr gut gemacht, Mr. Van Hagen. Wunderbar. Bitteschön. Danke. Kann man gleich wieder eine neue Wette ablegen, oder? Ja, wenn die nochmal eine machen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben Sie gesagt, ne, dass es noch eine Runde gibt? Ja, ich habe gefragt, ob Sie noch eine machen wollen. Ach so.